Aber jetzt erstmal hier für die Zeit für den nächsten Vortrag. Und zwar ist es eine sehr schöne Tradition, wie ich finde, dass wir uns auf die Bühne zur Netzpolitik-Konferenz natürlich auch sehr, sehr gerne Menschen holen, die auch bei netzpolitik.org bloggen. Und das ist auch der Fall bei Leon Dornbusch, der jetzt als nächstes hier bei uns sprechen wird. Das ist so ein bisschen wie Live-Podcasten, nur dass es nicht nur Audio ist, sondern eben statt die Themen, zu denen Leonard sonst bei uns bei netzpolitik.org bloggen würde, jetzt ein Vortrag auch mit Ton und also auch mit Audio und Bild gibt. Also wie Live-Podcasten, nur crossmedial vielleicht. So ähnlich. Auf jeden Fall hat Leonard auch einen Dayjob, von dem möchte ich euch kurz erzählen. Und zwar forscht er als Professor für Betriebswirtschaft mit Schwerpunkt Organisation am Institut für Organisation und Lernen an der Universität Innsbruck. Und er ist Mitbegründer und wissenschaftlicher Leiter der Momentum-Kongressreihe und Mitglied des ZDF-Fernsehrats. Und darum geht es auch in dem Vortrag heute. Und zwar, warum es eigentlich so ist, dass öffentlich-rechtliche Medien sehr gut zu finden sind auf kommerziellen Plattformen, aber eben nicht auf Plattformen des freien Wissens. Also ein sehr schöner Anschluss an den vorherigen Vortrag. Warum Creative Commons und öffentliche Lizenzen nicht, aber eigentlich eben doch zusammenpassen. Willkommen, Leonard. Danke, Geraldine, für die Einführung und danke für alle, die noch nicht in die Mittagspause gegangen sind. Und auch danke an die Technik, die es geschafft hat, dass ich jetzt mit schönen Keynote-Animationen hier erfreuen darf. Geraldine hat es angesprochen, nach diesem eher, es passt irgendwie zum vorhergehenden Vortrag, ist gleichzeitig aber doch eine komplett andere Ebene, um die es jetzt hier gleich gehen wird. Also diese Idee vom Daten als dem Grundwasser der digitalen Gesellschaft gefällt mir sehr gut und ich bin auch immer ein großer Fan davon, sich Begriffe zu überlegen, mit denen wir die Welt, auch die digitale Welt, aus den Angeln heben können. Gleichzeitig ist es aber so, dass ich auch immer ein großer Fan davon bin, sehr konkret zu werden und auch im Kleinen Dinge verändern zu wollen. Und das ist etwas, und damit möchte ich kurz starten mit einem Prolog, was ich jetzt nun seit etwas mehr als 2 Jahren als Vertreter im ZDF-Fernsehrat tun oder sagen wir mal so, versuchen darf. Wir haben heute zu Beginn ja gehört, dass die allermeisten hier zum ersten Mal bei dieser Konferenz sind, deshalb kurz 2 Slides dazu. Was ist der ZDF-Fernsehrat? Alle, die noch nie davon gehört haben, kann ich total verstehen. Ehrlich gesagt, bevor ich da reingekommen bin, hatte ich es auch nicht am Schirm und ich gebe auch ganz offen zu, wie ich gefragt wurde, ob ich da reingehe. Habe ich mich zuerst mal schlau gemacht, was das sein soll und nicht ganz abgeschätzt, dass das durchaus in Arbeit ausarten könnte. Der Fernsehrat ist der Anwalt des Zuschauers, der Zuschauerin, das steht zumindest lautet das auf der Selbstbeschreibung der Homepage und da steht auch, der Fernsehrat vertritt die Interessen der Allgemeinheit gegenüber dem ZDF. Da gab es ein Verfassungsgerichtshofsurteil, dadurch wurde der neu zusammengesetzt, die Details erspare ich euch hier. Was aber entstanden ist, es gab daraufhin eine Änderung im Rundfunkstaatsvertrag und jedes Bundesland konnte sich für einen Bereich Vertreter aussuchen. In Berlin, wo man ja sehr digital ist, hat man sich dann diesen Bereich hier ausgesucht. In Berlin gibt es einen Vertreter aus dem Bereich Internet, so steht das im Gesetz. Und dieser Vertreter aus dem Bereich Internet, der durfte ich sein. Ich wurde nominiert von 4 Vereinen, unter anderem dem Chaos Computer Club, D64 e.V., Medianet Berlin Brandenburg und ECO-Verband der Internetwirtschaft. Die haben sich auf keinen Deutschen geeinigt und dann mussten Österreicher machen. Und das sozusagen nur als Prolog, warum ich diesen Vortrag heute hier eingereicht habe, weil eines meiner Hauptthemengebiete, meiner Hauptsteckenpferde dort in diesem Fernsehrat ist etwas, das ich mich selbst immer gefragt habe. Als zugegebenermaßen nicht exzessiv, aber doch immer wieder öffentlich-rechtliche Programme Sehender, meistens digital, ich habe keinen Fernseher, dann habe ich mich trotzdem immer gefragt, das sind öffentlich-rechtliche Inhalte, die sind mit öffentlichen Mitteln finanziert, warum sind diese Inhalte nicht auch, zumindest dort, wo das möglich ist, auf der Wikipedia zu finden? Ich komme darauf zurück. Bevor ich aber da im Detail einsteigen möchte, der Vortrag heute sagt, dass diese Frage, die, finde ich, eine berechtigte Frage ist,
wie bei vielen Fragen, da gibt es auch oft eine einfache Antwort, die sollen das einfach raufladen oder raufstellen, die sollen es einfach offen lizenzieren. Wie ich jetzt nach 2,5 Jahren Diskussionen, und ihr könnt mir glauben, ich bin durchaus hartnäckig, aber berichten kann, ist, es ist nicht einfach. Und es wird auch nicht so sein, dass in ein paar Jahren automatisch alles da online ist, aber ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Ja? Ich habe auch noch 1,5 Jahre in dieser Periode im Fernsehrat. Mal schauen, was sich bis dahin erreichen lässt. Aber zum Einstieg mal, wenn wir von Öffentlich-Rechtlichen im Internet sprechen, was kann man da derzeit beobachten? Also eigentlich ist es ja so, dass ganz viele öffentlich-rechtliche Inhalte durchaus kostenlos, durchaus für auch längere Zeithorizonte und vielleicht in Zukunft sogar noch länger, wenn die Löschfristen ein bisschen erweitert werden mit dem neuen Telemedienauftrag, verfügbar sind, und zwar vor allem in Mediatheken. Jetzt hat sich ein Kollege von Übermedien mal inzwischen ist natürlich sehr viel passiert, die Mühe gemacht und sich durch die Mediatheken von ARD und ZDF geklickt. Da gibt es durchaus eine ganze Menge zu sehen, vor allem deshalb, weil alleine die ARD 12 Mediatheken hat, nämlich für jede Rundfunkanstalt eine für die Deutsche Welle, eine für den Sender Das Erste und eine, die alles bündelt. Und dann kommt da der ZDF noch dazu. Weil, falls sich jemand fragt, warum die Sichtbarkeit dieser Mediatheken gegenüber internationalen Plattformen so gering ist, könnte daran liegen. Das wird durchaus auch inzwischen in den Sendern an mancher Stelle bereits so gesehen. Dann wird darüber gesprochen, ob man nicht eine Supermediathek basteln sollte. Aber das ist eigentlich Zukunftsmusik. Ich kann aus dem ZDF berichten. Der Vorschlag kam von der ARD, also finden wir den nicht so gut. Auf jeden Fall ist es so, egal was da passiert, nichts kann passieren, ohne dass da teilweise Gesetze geändert werden. Das alles zu integrieren ist schwierig. Was man aber auch beobachten kann in den letzten Jahren, und die Geraldine hat es in der Einleitung angesprochen, ist, dass man vermehrt versucht, Zielgruppen, die man schlecht erreicht mit der klassischen Mediathek, und die Statistiken, die wir hier im Fernsehrad immer wieder gezeigt bekommen, bestätigen genau das, nämlich dass die Zielgruppe der unter 50-Jährigen die ZDF-Inhalte weniger linear wahrnimmt und dass aber die Mediatheken dort auch nicht wirklich florieren, sondern was vor allem die noch jüngeren, potenziellen, aber nicht tatsächlichen ZDF-Zuschauerinnen und Zuschauer anschauen, ist, sie schauen YouTube, sie schauen Facebook, und deshalb gibt es eine längere Diskussion, sollten nicht öffentlich-rechtliche Inhalte auch auf diesen Drittplattformen präsent sein, und sowohl ARD als auch ZDF haben in den letzten Jahren einiges investiert, um auf diesen Plattformen präsent zu sein. Da gibt es durchaus Kritik daran, ich finde auch durchaus legitime. Es gibt die eine Kritik, dass hier mit Gebührengeldern Plattformen wertvoller gemacht werden, die reine kommerzielle Plattformen sind. Es gibt die meiner Meinung nach noch wichtigere Kritik, dass man sich da in ein Umfeld begibt, wo neben dem ZDF-Video das dritte empfohlene Video schon irgendein Fake News oder Desinformationsvideo ist. Unabhängig davon bin ich aber trotzdem der Meinung, in einer digitalen Medienöffentlichkeit, die zunehmend von Plattformen geprägt ist, wäre es auch keine Lösung zu sagen, die öffentlich-rechtlichen, öffentlich finanzierten Inhalte von diesen Plattformen komplett fernzuhalten. Und damit quasi den Fake News überhaupt das Feld zu überlassen, wobei ich nicht sagen will, dass alles, was nicht öffentlich-rechtlich ist, dann Fake News ist. Netzpolitik.org beispielsweise nicht ganz öffentlich-rechtlich. Aber wenn man sich das ansieht, da gibt es durchaus jetzt bereits einiges an Präsenz. Das sind YouTube-Kanäle, offizielle YouTube-Kanäle alleine vom ZDF. Auf Facebook ist das Ganze noch ein bisschen unübersichtlicher, wenn man sich das ansieht, aber man kann sehen, dass durchaus von Seiten des ZDF, und ich habe mich jetzt auf das ZDF fokussiert, aber wie gesagt, ARD hat da noch viel mehr solche Seiten. Und es gibt seit kurzem heißt es seit 2-3 Jahren, ein eigenes junges Angebot, hieß es mal als Arbeitstitel, der richtige Titel ist jetzt Funk. Das ist eigentlich ein glücklicher Unfall gewesen. Ursprünglich war die Idee, man nimmt Spartensender, die niemand anschaut, fusioniert sie, einen von ARD, einen von ZDF, fusioniert sie, macht daraus einen Jugendsender. Irgendjemand ist im Laufe dieses Prozesses draufgekommen, ja, aber die Jungen schauen keine Sender. Ja? Also sollten wir vielleicht was anderes machen. Und was dann daraus entstanden ist, ist, was ich sagen würde, etwas durchaus Innovatives. Und wenn man die ganzen Preise und Auszeichnungen, die Funk in den letzten 2 Jahren abgeräumt hat, sich ansieht, auch nicht unerfolgreiches. Man hat eigentlich investiert in ein öffentlich-rechtliches Multi-Channel-Network auf YouTube. Das Jahresbudget von Funk sind
rund 45 Millionen Euro. Es werden 50 YouTube-Kanäle aktiv bespielt und betrieben. Es gibt auch eine eigene Seite, funk.net, wo man die Inhalte auch außerhalb von YouTube anschauen kann. Ich kann nur verraten, angesichts der Zugriffszahlen, das macht keiner. Und die Bandbreite dieser Funkkanäle ist sehr groß. Sie reicht von Unterhaltung bis Wissenschaft. Und ich würde sagen, Funk ist wirklich eine Erfolgsgeschichte, weil man es hier echt geschafft hat, auch Zielgruppen zu erreichen, die die Öffentlich-Rechtlichen überhaupt nicht erreichen, mit Inhalten, die durchaus auch anspruchsvoll sind, wenn auch die Aufmachung vielleicht für ältere Semester wie mich ungewohnt ist. Ich möchte nur ein Beispiel bringen dafür, vielleicht hat das jemand mitbekommen, Mighty Nguyen Kim ist eine sehr erfolgreiche YouTuberin gewesen, die hat man eingekauft und daraus und umbenannt, die hat einen Channel bei Funk, der nennt sich MyLab und was das ist, ist eigentlich Wissenschaftsberichterstattung, Wissenschaftsjournalismus, also ich würde sagen so für Leute, die Sendung mit der Maus cool fanden, aber jetzt im YouTuber-Alter sind, aber immerhin hat die schon 163.000 Abonnentinnen und Abonnenten, was für ein deutschsprachiges öffentlich-rechtliches Angebot jetzt nicht, natürlich nicht in der Liga von Bibi's Beauty Palace, aber es geht hier immerhin auch um Wissenschaft, ja? Also und zwar wirklich und durchaus unterhaltsam und eine Empfehlung. Aber die spannende Frage, die sich mir dann stellt, und damit komme ich zum eigentlichen Hauptthema meines Vortrags zurück, jetzt macht diese Kollegin Nguyen Kim einen tollen Videocast und erklärt dort in jeder Folge irgendein wissenschaftlich relevantes Thema auf unterhaltsame, ansprechende Weise. Das wäre doch eigentlich wie gemacht, könnte man meinen, um diese Inhalte nicht nur YouTube zu schenken und damit dazu beizutragen, dass YouTube über ein besseres Angebot verfügt, sondern eigentlich müsste man sich die Frage stellen, warum sind diese Videos nicht auch bei den entsprechenden Artikeln auf Wikipedia zugänglich, wo es ohnehin teilweise an Bewegtbild mangelt. Also, es stellt sich die Frage, warum öffentlich-rechtliche Inhalte nicht mehr auf Wikipedia verfügbar sind. Ich komme zu meinen zwei Lieblingsslides bei diesem Thema. Wir haben es hier einerseits zu tun mit der Wikipedia, größtenteils Textinhalte, kaum Bewegtbildinhalte. Warum? Weil Bewegtbildinhalte kompliziert und teuer zu erstellen sind, verglichen zumindest mit Texten und Fotos. Auf der anderen Seite haben wir zum Beispiel, das ZDF gilt natürlich auch für ARD und die Dritten, die vor allem Bewegtbildinhalte produzieren, Klammer, unter anderem auch deshalb, weil die Presseverleger nicht nur ein Leistungsschutzrecht erlobbyiert haben, sondern auch sehr dahinter sind, dass ja nicht zu viele Wörter ins Internet geschrieben werden von öffentlich-rechtlichen Journalistinnen und Journalisten, Klammer zu. Das heißt, dort gibt es kaum Texte ohne Sendungsbezug. Eigentlich haben wir es also hier mit einem Traumpaar zu tun, zwei Anbietern, die gemeinwohl- und qualitätsorientiert sind und die sich mit ihren Angeboten ergänzen. Man kann sagen, das vielleicht nochmal, nicht nur sind die ZDF-Inhalte auf YouTube und Facebook, umgekehrt ist es auch so, dass diese kommerziellen Plattformen auch erkannt haben, dass in ihrem Kampf gegen Fake News und Verschwörungstheorien Wikipedia der beste Verbündete ist. Auch das ein Treppenwitz der Internetgeschichte, dass eine Plattform, die ersten 10 Jahre nur damit beschäftigt war, zu erklären, ja, da kann jeder alles reinschreiben, nein, deshalb steht da nicht nur Unsinn drinnen, ja, dass diese Plattform, wo jeder alles reinschreiben konnte, die quasi seit dem ersten Tag ihrer Gründung ein Fake News Problem hatte, heute im Zeitalter von Fake News als die seriöseste Quelle gilt für kommerzielle große Plattformen, wenn es darum geht, denen was entgegenzusetzen. Wenn ich jetzt umgekehrt wieder den Blick auf die Öffentlich-Rechtlichen richte, obwohl sie, wie wir wissen, über ein Gesamtvolumen von circa 8 Milliarden Euro an Gebühren und Beitrags- und Einnahmen im Jahr verfügen, dann sind die Ausgaben, die sie derzeit aufwenden für ihre Präsenz auf Wikipedia, in einem überschaubaren Rahmen. Und das Ganze durchaus auch, obwohl es inzwischen, also ich nicht der Erste bin, der auf diese Idee kommt, das wäre sowieso verwunderlich, im Internet ist man eigentlich nie mit irgendeiner Idee der Erste. Also die Idee, öffentlich finanziert, sollte doch auch öffentlich zugänglich werden. Kleiner Werbeblock, darüber werden wir auch nochmal heute um 5 Uhr diskutieren. Hat auch dazu geführt, dass es immer wieder schon diesen Wunsch gab, dass es sogar schon Arbeitsgruppen gab in den Öffentlich-Rechtlichen, wo man sich mit dieser Frage beschäftigt hat, können wir Inhalte nicht offener lizenzieren? Und inzwischen gibt es auch aus der deutschen Wikipedia-Community einen Wunschzettel an die Wikipedia, wo Inhalte aufgelistet sind, die man gerne
hätte von den Öffentlich-Rechtlichen, wo man sagen könnte, die würden zu uns passen, zur Wikipedia, die würden wir gerne in unsere Artikel einbauen, wenn ihr sie denn so bereitstellt, dass wir das dürfen. Ja, also was steht auf diesem Wunschzettel? Da stehen zum Beispiel Erklärstücke drauf, wie dieser MyLab Videocast, wenn man so will. Das wären historische Aufnahmen, das wären Dokumentationen, das wären Wahlberichte oder Wahlberichterstattung, das wären Standbilder. Hört sich jetzt irgendwie komisch an, aber ja, viele Talkshow-Gäste sind prominent und so prominent, dass sie einen Wikipedia-Eintrag haben, aber es gibt keine freilizenzierten Fotos. Warum nicht Standbilder freilizenzieren? Infografiken, ja, die man dann einbauen könnte, oder O-Töne aus Interviews, die man bereitstellen könnte für biografische Einträge in der Wikipedia. Ganz allgemein Eigenproduktionen ohne Fremdmaterial und GEMA-Musik. Das ist nämlich das, was diese Punkte mehr oder weniger gemeinsam haben. Es ist kein Fiction. Also das auch klarzustellen, niemand will oder kommt auf die Idee, der bei Sinnen ist, der Einzige, der das jemals versucht und geschafft hat auf eine Art, war Mario Sixtus, der sitzt auch hier heute, der hat mal eine Mockumentary unter Creative Commons Lizenzen veröffentlicht, aber er hat mir vorher auch erzählt, er könnte einen dreibändigen Roman darüber schreiben, wie einfach das war. Also niemand will den Tatort unter Creative Commons veröffentlichen, weil das scheitert nämlich alleine schon an der GEMA-Musik, die dafür verwendet wird, und GEMA-Musik ist nicht kompatibel mit einer Musik, die mit Inhalten, die unter Wikipedia-kompatibler Lizenz stehen. Und es kommt in diesem Punkt auch kein Agenturmaterial, also Reuters oder sonstige Nachrichtenagenturen vor, weil die könnte man natürlich auch nicht unter einer offenen Lizenz veröffentlichen, denn das ist natürlich die Voraussetzung dafür, dass öffentlich-rechtliche Inhalte in der Wikipedia landen. Die Voraussetzung ist, dass sie unter einer offenen Wikipedia-kompatiblen Lizenz stehen, und damit die öffentlich-rechtlichen Anbieter das so unter einer offenen Lizenz stellen können, müssen sie zuerst alle Rechte daran haben. Das ist zum Beispiel schon für die zweite Frage, die ich oft höre, warum öffnen die nicht endlich mal ihre Archive, die Antwort, weil sie nicht mal wissen, ob sie alle Rechte haben, die dafür notwendig wären, das dann auch so zu veröffentlichen. Für alle, die jetzt nicht sich schon so wie ich viel zu lange mit dem Urheberrecht beschäftigen, ein kurzer Crashkurs, was ist dieses Creative Commons, das sogar im Titel meines Vortrags steht. Prinzipiell haben wir es so zu tun, wir haben es mit einem Urheberrecht, das für viele Anwendungsszenarien im Internet zu restriktiv ist und das einen All Rights Reserved, das kennen wir, einen alle Rechte vorbehalten Automatismus hat. Also wenn irgendjemand von euch hier ein Foto von diesem Vortrag macht und dieses Foto ins Netz stellt, zum Beispiel auf ein privates Blog, dann sind automatisch alle Rechte vorbehalten und niemand anderer darf dieses Foto verwenden, ohne zuvor bei euch um Erlaubnis gefragt zu haben. Und weil das mühsam ist und weil die Leute oftmals gar nicht mal wissen, an wen man sich wenden könnte, macht das niemand. Das führt dazu, dass viele Inhalte, selbst wenn die Leute gar kein Interesse daran hätten, andere davon abzuhalten, sie zu nutzen, nicht so weit genutzt werden, wie sie genutzt werden könnten. Man könnte verschiedene gesetzliche Lösungen andenken, aber wie wir beim Vortrag heute von Julia Reda gehört haben, sieht das in den nächsten, also vielleicht ist das bei meinen Kindern mal anders, aber ich nehme nicht an, dass wir noch ein wirklich internetkompatibles Urheberrecht erleben werden. Das heißt jetzt nicht, dass Creative Commons die Lösung für dieses Problem ist, aber ich würde so sagen, Creative Commons ist doch, je restriktiver das Urheberrecht gemacht wird, und alles, was in Europa derzeit passiert, deutet darauf hin, dass es noch restriktiver wird, Creative Commons ist zumindest für manche Probleme eine Art Bugfix. Ja, also keine wirkliche Lösung, aber und zwar deshalb, weil Creative Commons es den Leuten, die alle Rechte haben, erlaubt, sich nur manche Rechte vorzubehalten und Dritten auf eine standardisierte Art und Weise Rechte einzuräumen. Eben, dass sie nicht nachfragen müssen, wenn sie das auch auf ihrem Blog verwenden wollen. Creative Commons ist modular aufgebaut, basiert auf vier Teilen, die unterschiedliche Rechte standardisiert einräumen oder nicht einräumen. Das will ich jetzt nicht im Detail erklären, aber gemeinsam haben diese Lizenzmodule, dass am Schluss, wenn jemand etwas unter einer Creative Commons Lizenz veröffentlicht, steht, dass andere diese Inhalte teilen und weiterverwenden können, ohne nachfragen zu müssen. Von diesen vier Lizenzmodulen sind aber nur zwei, nämlich Namensnennung und Weitergabe unter gleicher Lizenz, kompatibel mit Wikipedia. Und das ist eine wichtige Information, vor allem wenn wir uns mit den Hürden im öffentlich-rechtlichen Kontext auseinandersetzen. Es gab nämlich zum Beispiel bereits 2014
eine Arbeitsgruppe, oder eigentlich tagte die schon davor, aber 2014 ist dann endlich der Ergebnisbericht veröffentlicht worden, andere sagen geleakt. Auf jeden Fall stand da drinnen, da hat man sich damit auseinandergesetzt, wie könnte man in der ARD mehr Creative Commons Lizenzen einsetzen, und da sind noch viele Gründe dafür angeführt, warum das auch vielleicht eine gute Idee wäre. Aber da steht dann zum Beispiel auch so ein Satz drinnen: Die Lizenz, Namensnennung, keine kommerzielle Nutzung, keine Bearbeitung bei NCND ist am einfachsten anwendbar, sie minimiert rechtliche Risiken. Man könnte aber auch sagen, das mag schon sein, man hat es dann unter eine offene Lizenz gestellt, es wird nur niemand mitbekommen, weil diese Inhalte dann nicht in der Wikipedia landen, damit findet sie niemand, und selbst wenn man sie findet, werden sie kaum in wirklich produktiver Weise eingesetzt werden. Das heißt, diese allerrestriktive Lizenz, die Creative Commons anzubieten hat, zu verwenden, hilft bei unserem Problem, wie kriegen wir die Inhalte dorthin, wo sie die Leute auch sehen, nämlich in die Wikipedia, nicht weiter. Aber dieses Zitat ist schon ein Grund oder ein erster Hinweis darauf, warum Creative Commons so schwierig ist. Und in den letzten 7-8 Minuten meines Vortrags möchte ich mich jetzt den Top 5 Gründen widmen, warum das so schwierig ist. Nicht, weil ich hier deprimieren will und auch nicht, weil ich argumentieren will, dass wir es bleiben lassen sollen, sondern weil ich glaube, man verstehen muss, was die Sorgen sind, was die Probleme sind, damit man sie auch überwinden kann. Und das erste schließt gleich an dieses Zitat aus diesem ARD-Arbeitspapier. Es ist nämlich so, dass auch sogar das ZDF bereits Inhalte unter einer Creative Commons Lizenz veröffentlicht, außer nicht nur, wenn Mario Sixtus für sie verantwortlich zeichnet. Und zwar zum Beispiel dieses nicht so erfreuliche, in mancher Hinsicht, Ergebnis der letzten Bundestagswahl. Das steht, wie wahrscheinlich den meisten nicht aufgefallen ist, also Quelle Bundeswahlleiter, naja, aber das steht unter CC BY NCND. Also dieser schönen, Matthias Schindler nennt diese Lizenz ja CC Hitler, Lizenz, die allen anderen nichts erlaubt. Und man kann sagen, alleine durch das, was ich hier bereits getan habe, und das zeigt, wie absurd diese Lizenzierung ist. Ich habe erstens einen Ausschnitt davon gemacht, darf ich nicht, das ist ND. Und jetzt, haltet euch fest, folgt gleich die nächste Urheberrechtsverletzung, ich hebe auch noch die Lizenz mit einer Einblendung hervor. Also zwei Urheberrechtsverletzungen auf einer Slide, ja, weil die Lizenz mir das nicht erlaubt, was ich hier gerade tue. Könnte dann, es gibt sicher einen Urheberrechter, der sagt, naja, vielleicht doch, freie Benutzung und so weiter, aber lassen wir das mal für außen vor. Aber wo kommt das her? Die Frage ist, warum bei einer Ergebnisdarstellung des Bundestagswahl, warum kann ich hier nicht eine Lizenz nehmen, sodass diese Grafik in der Wikipedia landet? Kann man sagen, brauchen die eh nicht, haben eh auch schöne Grafiken, aber mir geht es da jetzt ausnahmsweise mal ums Prinzip. Und deshalb habe ich auch nachgefragt, ja, warum denn das so ist, warum wirklich, wenn schon diese Lizenz, ja, dieses Bild unter einer Lizenz steht, warum dann diese Lizenz? Und das ist einer der ersten Gründe, es gibt Manipulationsängste. Da komme ich zurück zu den Fake News, deshalb war das auch nicht so, deshalb betone ich das auch so, dass Wikipedia von den großen Plattformen gegen Fake News eingesetzt wird. Warum? Weil Wikipedia unter solchen Lizenzen steht, die Veränderung erlaubt und trotzdem die glaubwürdige Quelle gegen Fake News ist. Aber ich zitiere jetzt ein Argument, das ich gehört habe, also wie manche wissen, im Fernsehrat, ich darf aus den offiziellen Sitzungen berichten, ich darf aus den inoffiziellen Freundeskreisen berichten, ich darf aber nicht aus Ausschüssen und nicht aus Dokumenten berichten, weil das ist vertraulich. Also zitiere ich jetzt nicht aus einem Ausschussdokument, aber ich zitiere einen sinngemäß zusammengestellten Satz, der ungefähr widerspiegelt, welche Argumente ich hier bekomme. Und zum Beispiel ist das dieser Satz hier. Also wie gesagt, kein wörtliches Zitat und anonymisiert. Natürlich schließt auch eine restriktive Lizenz eine Weiterverwendung der Dritte nicht aus. Es ist aber ein Unterschied, ob dies illegal geschieht oder mit unserer ausdrücklichen Zustimmung. Und das bezog, also wenn man das zum Beispiel auf dieses Wahlergebnis bezieht. Natürlich kann jetzt jemand hergehen und diese Lizenz, dieses Bild manipulieren und falsch darstellen. Aber der Punkt ist, eine Manipulation, eine Falschdarstellung, eine Verfremdung zum Beispiel von Wahlergebnissen und der AfD 30% geben statt 12, kann man machen. Ja? Aber es ist niemals gedeckt von einer Creative Commons Lizenz, weil die überhaupt sich nicht mit dem Inhalt, mit den Daten, die da abgebildet werden, beschäftigt. Die sind dadurch nicht geschützt, die sind auch nicht zur Manipulation freigegeben. Ja, das betrifft, wenn dann, eher Persönlichkeitsrechte, wenn man so etwas dem ZDF unterstellt. Es ist also
Aber es ist nichtsdestotrotz eine Angst, ja, die, würde ich sagen, damit zu tun hat, dass nicht nur offene Lizenzen nicht gut verstanden werden, sondern auch das Urheberrecht einfach eine verdammt komplizierte Materie ist. Aber das Problem ist wirklich, es wird im Zweifel lieber weniger erlaubt, weil man glaubt, damit sich davor zu schützen. Also nur, man muss sich die Absurdität vor Augen führen. Ich stelle mir das so vor, da ist jetzt ein Pegida-Anhänger, der denkt sich, jetzt manipuliere ich dieses Bild und schiebe das Ganze dem ZDF unter. Und dann lädt er sich runter und dann kommt drauf, oh, die Lizenz erlaubt mir das aber nicht. Ja, nee, also gut, dann lasse ich es lieber bleiben. Ja, also das ist, aber gut, das ist ein reales Thema. Ich würde sagen, dagegen was zu machen, da hilft nichts anderes, als drauf zu bleiben und die Leute finden, die in den öffentlich-rechtlichen Anstalten erkennen, dass sie können es noch so restriktiv lizenzieren vor Manipulation böswilliger Akteure und Akteurinnen schützt das nicht. Viel schwieriger in der Praxis ist was anderes und das ist der zweite Grund. Bei Bewegtbildinhalten haben wir es mit vielen Rechteinhaberinnen und Rechteinhabern zu tun. Das ist mal eine Schwierigkeit bei allen Archivinhalten. Also alle, die sagen, öffnet mal die Archive und lizenziert es unter CC, das ist sauschwer. Also es ist einfach leichter, Dinge, die heute neu erstellt werden und wo man von vornherein die Leute fragen kann, seid ihr mit CC einverstanden, offen zu lizenzieren, als alles, was mal vor 15 Jahren quasi veröffentlicht wurde, wo man dann den Leuten nachlaufen müsste und herausfinden müsste, ob die heute dafür bereit wären, das umzulizenzieren. Was ist mit vielen Rechteinhabern gemeint? Ich möchte das illustrieren an einem Beispiel, dem heute schon zweimal erwähnten und ein letztes Mal kommt dann noch Mario Sixtus, der nämlich für das ZDF diese erwähnte Mockumentary Operation Naked gemacht hat und ich habe das deshalb auch ausgewählt, weil auf der Webseite so schön alle Rechteinhaber, oder ich weiß nicht, ob die alle Rechteinhaber, alle Mitwirkenden und viele davon Rechteinhaber aufgeführt sind und er es trotzdem geschafft hat, das Ganze unter einer Creative Commons Lizenz zu stellen. Die Wikipedianerinnen und Wikipedianer im Raum werden jetzt seufzen und sagen, non-commercial, ja? Also auch diese Mockumentary wird nicht auf Wikipedia landen, zumindest nicht in absehbarer Zukunft, aber ich habe von vornherein gesagt, das ist Fiction. Das Beispiel ist deshalb instruktiv, weil es zeigt, ich kann sogar hochkomplexe, fiktionale Erzeugnisse mit Dutzenden Rechteinhaberinnen und Rechteinhabern unter einer offenen Lizenz stellen, wenn auch nicht frei genug für die Wikipedia. Ja, dann werde ich es doch wohl bei simpleren Dingen mit weniger Rechteinhabern schaffen, es auch noch dieses NC loszuwerden, das verhindert, dass diese Inhalte auch auf der Wikipedia landen. Wenn ich mal so weit wäre, also ich habe die Manipulationsängste entkräftet, ich habe überzeugt, schaut mal, der Sixtus hat das hingebracht mit so vielen Leuten, könnt ihr drei euch nicht einigen auf eine Lizenz, wo das NC weg ist? Was ist dann das nächste Problem? Und das ist, finde ich, ein durchaus reales: Vergütungsregeln. Vergütungsregeln in öffentlich-rechtlichen Anstalten sind noch so mitteldigital. Ein Punkt ist zum Beispiel, dass in manchen Bereichen eine wesentliche Vergütung, die Redakteurinnen und Redakteure bekommen können, Wiederholungshonorare sind. Ja, Wiederholungshonorare ist vor allem aus einer linearen Denke, wo Inhalte wieder neu ausgestrahlt werden. Aber ganz allgemein natürlich, wenn etwas unter einer Lizenz steht, die kommerzielle Verwertung erlaubt, und das ist bei der Wikipedia-kompatiblen Lizenz so, dann sind natürlich auch Zweitverwertungserlöse nicht mehr möglich. Nicht, dass die so häufig sind bei manchen der aufgelisteten Inhalte auf dem Wikipedia-Wunschzettel, aber ich kann das durchaus nachvollziehen, wenn Redakteurinnen und Redakteure sagen, vor allem freie Redakteurinnen und Redakteure, ja, die eigentlich, denen man so wenig wie möglich zahlt und nur maximal die Rechte abkauft, die man haben will, ich kann nachvollziehen, dass die sagen, hey Leute, wenn ihr das dauerhaft online unter einer offenen Lizenz stellen wollt, dann müsst ihr mir dafür auch mehr zahlen. Das ist ein Argument, das sehe ich total ein. Das bedeutet aber nicht, dass es unmöglich ist. Das zeigt nur, dass hier ein Thema ist und dass man hier ganz dringend dran gehen sollte, Vergütungen so umzusetzen, dass es vor allem zum Beispiel auch freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter attraktiv wird. Also was ich mir vorstellen könnte, wäre zu sagen, das ist der Standardtarif und dann gibt es den CC-Tarif. Das ist 30% mehr oder 40 oder 50% mehr, das ist Verhandlungssache mit den Gewerkschaften. Aber im Endeffekt wäre das dann doch vielleicht sogar attraktiv, weil die sagen, wer weiß, ob ich jemals wiederholt werde, wer weiß, ob es jemals eine Zweitverwertungsoption gibt, dann will ich lieber, dass das Ganze auf Wikipedia steht und ich habe jetzt sofort etwas mehr Geld dafür. Der vierte Grund, der muss ich sagen, hat mich selbst überrascht, wie oft ich den zu hören bekomme, das ist so ein Juristen-Nerd-Einwand, ist das Wettbewerbsrecht.
Das heißt, wenn Inhalte, zum Beispiel gibt es heute schon Portale öffentlich-rechtlicher mit Schulmaterialien, ja, zum Beispiel hier vom Bayerischen Rundfunk, So geht Medien, da gibt es Unterrichtsmaterialien zum Download, auch zum Urheberrecht übrigens. Das Problem ist, dass dann die Rechtsabteilungen, niemand sonst kommt auf diese Idee, mit dem Argument kommt, ja, wenn wir das jetzt unter einer Creative Commons Lizenz stellen, dann regen sich Bildungsmedienverlage auf, weil das eine unerlaubte Beihilfe wäre. Ich halte dieses Argument, und das ist das Einzige, was ich dazu leider sagen kann, einfach für falsch. Es wird durch eine offene Lizenz kein bestimmter Anbieter subventioniert. In Wirklichkeit entspräche eine Veröffentlichung von öffentlich-rechtlichen Inhalten unter einer offenen Lizenz demselben, was man in der Forschung schon ohnehin, und zwar gerade auf europäischer Ebene, massiv fördert und fordert, nämlich Open Access Klauseln, öffentliche Gelder sollten öffentlich lizenzierte Inhalte hervorbringen. Letzter Punkt von den Top 5. Und dieser letzte Punkt, der ist so ein bisschen, der sammelt das nochmal ein, was ich so erzählt habe. Sowohl die Manipulationsängste, als auch die vielen Rechteinhaberinnen und Rechteinhaber, als auch die Vergütungsregeln, alles das zusammen macht es für Menschen, die ohnehin ausgelastet sind mit ihrem Tagesgeschäft, und das sind sie durchaus, ist zumindest mein Eindruck, ein Mehraufwand. Ja? Ich muss mich einfach, weil es noch keine etablierten Routinen, keine standardisierten Abläufe für Creative Commons gibt, muss ich mich einfach damit auseinandersetzen, und die wenigsten sind bereit, das einfach so zu tun. Bleibt also die Frage, was tun wir oder was soll man aufgeben oder soll man es ausprobieren? Oder ich spitze es nochmal zu, warum sollen sich öffentlich-rechtliche Creative Commons antun, ja, wenn das Mehraufwand ist? Und ich habe damit einen Grund, der gilt schon heute, und der hat auch wieder mit Funk zu tun, für alle, die sich fragen, warum hat er so viel über Funk gesprochen. Funk hat keinen Sender. Woran wird Funk gemessen? An Reichweite. Warum ist Funk bei YouTube und Facebook? Weil dort die Reichweite ist. Ja? Funk ist manisch im Auswerten von Klickzahlen. Ja? Gleichzeitig sind sie trotzdem auftragsgetrieben und dürfen nicht nur auf Klicks optimieren, aber ich glaube, wurscht ist ihnen nicht. Ja? Wenn aber Reichweite so entscheidend ist und Reichweite rules, ja, dann sollte man sich vielleicht mit der Realität beschäftigen, nämlich dass erstens jeder Internetnutzer, jede Internetnutzerin im OECD-Staat im Durchschnitt 9 Wikipedia-Artikel pro Monat besucht, oder dass über 90% der Jugendlichen, nämlich die, die man mit ZDF nicht erreicht, Wikipedia nutzen, und zwar regelmäßig. Und dann ist alleine die Reichweite, die Wikipedia im Angebot hat, Grund genug dafür, diesen Mehraufwand, der vielleicht damit verbunden ist, auf sich zu nehmen, beziehungsweise ist es ja nicht so, als hätten diese YouTube-Channels und diese Facebook-Seiten sich von alleine eingerichtet. Und das bringt mich zu einem Epilog, und damit komme ich zum Schluss. Ich weiß nicht, wer dieses Bild kennt. Das ist ein Bild von, also ein Bild der Zukunft natürlich, weil VR-Brillen kann man Zukunft fotografieren. Diese VR-Brillen waren am Stand des ZDF bei der Republika. Was ich aber eigentlich das Relevante an diesem Bild sehe, worauf ich hindeuten möchte, ist das History 360, das da hinten oben ist. Und zwar ist es so, ich wurde dort als Fernsehrad herumgeführt und ich habe es gekonnt vermieden, eine VR-Brille vor der Fotografin aufzusetzen. Und mir hat dann der Verantwortliche für History 360 vorgeschwärmt davon, welche tollen virtuellen Räume, Kamerafahrten, Begehungen von längst nicht mehr real existierenden Gebäuden sie zusammenbauen. Und ich habe ihn dann gefragt, okay, cool, sieht toll aus, auch auf 2D gut, auch ohne VR-Brille. Wie sieht das eigentlich mit den Rechten aus? Und er, ja, wir haben alle Rechte, wir können alles damit machen, gehört nur uns, haben wir ganz alleine gemacht, nur in-house. Und ich, interessant. Ja, und wie bringt ihr das eigentlich unter die Leute? Ja, oh, nee, oh, stimmt nicht, ich zitiere falsch. Er hat gemeint, naja, und wir haben das jetzt mit Schulen schon mal gemacht, jetzt ist nur die Frage, wie bringen wir das zu den Leuten? Und ich habe dann gesagt, na, ich hätte da eine Idee. Und zwar, die Idee wäre, diese Inhalte eben nicht nur für irgendwie Portale in einer Mediathek unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu produzieren, sondern wenn ich ohnehin alle Rechte habe, sie unter einer offenen Lizenz zu stellen, weil ganz, ganz viele historische Artikel in der Wikipedia genau solche History 360 Walkthroughs gerne anbieten könnten. Und das bringt mich, und das hat bei mir auch ein bisschen Klick gemacht, ich glaube, ich habe es auch lange falsch gemacht. Ich habe lange versucht, die Leute zu überzeugen, bitte, da wo es leicht ist, offene Lizenz, seid so nett, ja, dem Internet zuliebe. Ja. Aber das war völlig die falsche Herangehensweise.
ich glaube, es ist völlig umgekehrt. Und ich möchte jetzt schließen mit einer Prophezeiung. 2028 werden öffentlich-rechtliche Wikipedianerinnen und Wikipedianerinnen um die Einbettung ihrer Inhalte in der Wikipedia bitten. Um nicht zu sagen, sie beknien. Ja? Und warum werden sie das tun? Weil spätestens dann wird die lineare Logik schon so an Bedeutung verloren haben gegenüber der nonlinearen Plattformlogik, ja, dass sie einfach nur noch verzweifelt auf der Suche sein werden nach Möglichkeiten, ihre Inhalte unter die Leute zu kriegen, in einem Umfeld, das nicht von Clickbaiting-optimierten, Computer-AI-generierten YouTube-Videos besteht, sondern in einem seriösen Umfeld, das noch dazu von der Hauptzielgruppe genutzt wird. Das heißt, ich glaube, wir müssen es eigentlich umdrehen. Wir müssen sagen, wollt ihr wirklich darauf warten, bis ihr uns anbetteln müsst, oder wollt ihr nicht uns jetzt schon ein paar Inhalte geben, einfach weil es eurem Auftrag entspricht? Ich danke.